Ich habe ein Problem. Immer mehr Leute schreiben mir, hey Wolf, reagier doch mal auf das, hey Wolf, reagier doch mal auf dies. Und jedes Mal denke ich mir, ja klar, kann ich machen, aber warum? Nun, versteht mich nicht falsch, ich verstehe diese Reaction-Kultur, die in den letzten Monaten so groß geworden ist, verstehe ich voll und ganz, ja? Ich kann nachvollziehen, warum sich Leute von ihren Lieblings-Content-Creator angucken, wie sie auf andere Sachen von anderen Content-Creatern reagieren. Und ich finde daran auch absolut nichts verwerflich. Und ich sollte das eigentlich auch tun, aber warum? Da kommen wir jetzt zu folgendem Punkt ins Spiel. Das Problem ist einfach, ich bin mittlerweile 30 Jahre alt, ich verbringe 8 Jahre meines Internets fast hauptberuflich, meine ganze Zeit dort und es ist einfach unfassbar schwer, mich zu unterhalten. Und geschweige denn erst zum Lachen zu bringen. Mich zum Lachen zu bringen ist, kannst du in Gold auffliegen, das ist Gold wert, das passiert so selten. Also stellen wir uns natürlich die Frage, warum sollte ich Reaction-Videos machen? Also habe ich mir überlegt, wie wäre es, wenn ich euch einfach zeige, wie wenig ich reagiere, wie wenig mich deutscher oder anderweitiger Content juckt. Ich zeige euch einfach mit diesem Format, warum ich zum Beispiel privat kein YouTube konsumiere, weil mich absolut nichts tangiert. Ihr könnt gerne versuchen, mir Beispiele zu geben, die mich tangieren. Ich challenge euch, mir Sachen zu sagen, die ich angucken soll, weil ihr denkt, ich werde dafür reagieren. Ich glaube, das schafft ihr ehrlich gesagt nicht. Ich habe mir für die heutige Episode etwas ausgesucht und ich werde dieses Format relativ simpel nennen und zwar keine Reaktion. Denn viele Leute, die auch mit Reactions sehr erfolgreich sind, ich kann euch verraten, dass die das nur des Entertainments wegen machen. Die reagieren nicht wirklich so drauf, die reagieren nur so drauf, damit ihr denkt, dass sie so reagieren, damit es für euch unterhaltsam ist. Und dieses gestellte Entertainment geht mir komplett auf den Sack. Deswegen steht keine Reaktion für eine einzige Sache: Ehrlichkeit. Das ist das vielleicht ehrlichste Format hier auf YouTube. Denn wenn ich keine Reaktion zeige, oder beziehungsweise wenn es keine Reaktion gibt, werdet ihr auch keine Reaktion sehen. Und das ist das Format. Das heißt, wenn ihr mal eine Reaktion von mir seht, dann ist das absolut Gold wert. Ich habe mir für die erste Episode von Keine Reaktion Folgendes herausgesucht. Das hier ist Varion. Dieser Mann hat einen unglaublichen Hype auf YouTube. Jedes seiner Videos hat 1 Million Aufrufe und bringt massenhaft Leute zum Lachen. Und ich will mir jetzt heute einfach mal angucken, ob dieser Varion, der die Content Creator, die deutsche Content Creation Szene auf den Kopf stellt, ob er es schafft, tatsächlich mich zum Reagieren zu bringen oder gar zum Lachen. Wenn er das schafft, jo, dann ist der Hype gerechtfertigt. Das Video heißt Semmel vs. Brötchen. Ich kenne selbstverständlich kein Video, das ich jemals hier in diesem Format gucken werde. Und wir gucken uns das jetzt einfach mal zusammen an und mal gucken, ob er eine Reaktion von mir entlocken kann oder ob ich gar auf Pause drücke, weil ich etwas dazu zu sagen habe. Ich bin sehr gespannt. Varion, dein Auftritt. Ich will nachher nochmal fix einkaufen. Soll ich dir was mitbringen? Ich würde, glaube ich, eine Coke nehmen. Kann ich machen. Noch irgendwas? Kannst du mir vielleicht noch ein paar Semmel mitbringen? Was für ein Ding? 2, 3 Stück reichen mir, denke ich. Was hast du gesagt, soll ich hier mitbringen? Semmel oder was? Was soll das für ein Blödsinn sein? Gehst du denn nicht zum Bäcker oder was? Um was zu holen? Semmel für mich. Kannst du mal vernünftig reden? Junge, bring mir jetzt noch eine verdammte Teigware mit, Mann. Zeig mal auf deinem Handy, was du meinst von mir. Mann, das hier. Du meinst Brötchen, Junge. Bist du nicht ganz dicht oder was? Ich sag Semmel dazu. Wie lange kennen wir uns jetzt? Seit 20 Jahren jetzt. Und nach all den Jahren merke ich erst jetzt, dass du verwirrt bist im Kopf oder was? Ich bin geistig verwirrt. Das sagt die Brötchenfresse, oder was? Brötchen ist das einzig wahre, Junge. Das hört sich einfach total dämlich an. Ich hätte gerne eine Laugenstange und ein Brötchen. Brötchen rules, Mann. Bringst du mir jetzt Semmel mit, oder nicht? Ich semmel dir gleich eine. Ich kann wieder mal nicht nachvollziehen, warum du mich so anmachst. Ich wusste nicht, dass ich mit einem verdammten Ketzer befreundet bin, du. Jetzt übertreibt man nicht. Warum muss Brötchen überhaupt richtig sein und Semmel falsch? Mein Onkel ist Bäcker. Da wirst du niemals so ein Blödsinn wie Semmel oder so lesen können. Da steht immer Brötchen. Was ist das denn für eine Logik? Dann kann ich auch sagen, der Bruder meines Nachbarn, Hundebesitzer,
Hamster, Tierfreund, großer Zehnagel ist Teigwarenexperte. Was ist das denn? Teigwarenexperte? Willst du mich hier rollen, das oder was? Das ist wie ein Meistertitel im Teigwarenbusiness. Ich verprüge dich gleich hier. Ich habe einfach keinen Bock mehr, mich hier rechtfertigen zu müssen. Tu mal nicht so, als wenn du dich hier so oft rechtfertigen müsstest. Kann ich dich dran erinnern, als du vergessen hast, wie man Obst isst? Was machst denn du da? Wieso? Ich esse eine Mandarine. Das sehe ich, aber wie isst du das Ding? Mit dem Mund vielleicht? Das meine ich nicht. Warum genau pellst du die Kiste nicht? Das mache ich immer so. Die Schale schmeckt doch überhaupt nicht. Die ist doch total bitter, oder was? Ja, das geht eigentlich. Ein bisschen hart, aber... Das ist trotzdem mega weird, was du da machst. Ich esse eine Mandarine mit Schale. Komm mal runter, Junge. Das ist trotzdem seltsam. Kannst du mir auch eine Banane rübergeben? Ja, hier. Ja, danke dir. Willst du auch einen Happen? Ich frag dich jetzt noch ein letztes Mal. Bringst du mir was mit oder nicht? Entweder du sagst das oder wir sind nicht mehr befreundet. Du kannst mich nicht unterdrücken. Keine Sau sagt Brötchen. Natürlich, ich... Entschuldigung, nur Psychopathen sagen Brötchen. Entweder du sagst das oder ich esse die Mandarine hier vor deinen Augen. Das würdest du dich nicht trauen. Sag's jetzt. Ich werd das nicht sagen. Du hast es ja nicht anders gewollt. Du widerliches Schwein. Na Junge, was ist hier los? Er will, dass ich Brötchen sage. Und er sagt Semmel, was ist denn das? Hör auf zu labern, Mann. Du hast keine Ahnung, was redest du? Ich schmeiß dich gerne. Komm her, ich hau dir gerade ins Gesicht. Wer bist du eigentlich, Mann? Ich mach dich fertig, Junge. Ist mir im Prinzip auch egal. Wenn nachher noch einer einkaufen fährt, könnt ihr mir ein Wasser und ein paar Schrippen mitbringen? Macht das nur noch einer oder was? Ich mach dich alle. Ich mach dich alle. Ich wusste nicht, dass ich mit einem verdammten Ketzer befreundet bin, du. Das Ding heißt Semmel.